Und einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen YouTube hier zu einem neuen Setup-Video mit dem Ulfgar. Ich möchte euch in diesem Video ein Setup für die Nachtklinge vorstellen in einem Ausdauerbild. Und ich würde sagen, wir verlieren einfach mal keine Zeit und fangen direkt mit der Ausrüstung an. Da braucht ihr zuallererst 5 Teile vom Hunding Sound Set. Und da diese Ausrüstung komplett einfach und super variabel ist, ist es auch vollkommen egal, was für Teile ihr nehmt. Hauptsache ihr habt einfach irgendwie 5 Teile vom Hunding Sound Set, weil der nämlich wunderschönen Bonus auf die kritischen Treffer gibt und auf die Ausdauer und den Waffenschaden. Also auf jeden Fall Hunding Sound 5 Stück, und was ihr drauf macht, ist eigentlich auch ziemlich egal. Ihr könnt also erfüllt nehmen, ihr könnt göttlich nehmen. In meinem Fall habe ich jetzt sehr viel erfüllt genommen und nur relativ wenig göttlich. Ich glaube 2 Stück, genau. Und zwar nämlich auf die beiden Ausrüstungsteile, die am wenigsten Ausdauer bringen, wenn ihr sie verzaubert. Sodass ihr dann halt entsprechend aus der Ausrüstung mit erfüllt die meiste Ausdauer rauskriegt. Also, 5 Teile Hundings Zorn. Und des Weiteren 4 Teile insgesamt mit den beiden Waffen Gladiator. Der Gladiator, der gibt euch nämlich auch nochmal kritische Trefferchance und Waffenschaden. Den 5er-Set werdet ihr, werdet ihr leider nicht ganz erreichen. Das heißt, eure schweren Angriffe werden bei 25% Leben des Gegners leider nicht zusätzliche 1700 Waffenschaden zufügen. Aber das ist gar nicht so schlimm, wie wir dann später nochmal sehen werden. Sodass ihr dann entsprechend nochmal zusätzlich kritische Treffer und Waffenschaden bekommt. Also, nochmal ganz kurz zusammengefasst. 5 Hunding Zorn, dann entsprechend auf den letzten Plätzen Gladiator. Zum Beispiel auf Gürtel und Hände göttlich, damit ihr da nicht so viel Ausdauer verliert, und auf den Rest erfüllt, damit ihr da möglichst viel Ausdauer rauskriegt. Dann braucht ihr noch am besten 3 Schmuckstücke vom Agilitätsset. Hier in diesem Fall habe ich nochmal ein bisschen Ausdauerregeneration auf die Halskette gepackt, damit ihr da nochmal ein bisschen Ausdauer bekommt. Und es ist nicht ganz optimal hier in meinem Fall, weil ich habe halt hier so gut wie keine Ausdauer auf meinen Ring, eigentlich gar keine. Hier zum Beispiel, da habe ich Leben drauf, da habe ich Arkan, da habe ich Arkan. Das ist nicht optimal. Am besten wäre es, wenn ihr dort welche mit Robust kriegt, müsste das sein, damit ihr eben eure Ausdauer noch möglichst hoch kriegt. Die ist jetzt halt in meinem Fall nicht ganz maximal. Also ihr könnt euch dann mehr oder weniger nochmal 3x 840 dazu rechnen, zu dem, was wir gleich noch sehen werden. Dann empfehle ich euch in diesem Fall auf jeden Fall Keulen zu nehmen. Das heißt 2 einhändische und wenn ihr möchtet, eine zweihändische. Weil das hier jetzt hier eigentlich primär ein Nahkampfbild ist, geht es einfach erst einmal um die 2 bzw. um die 3 Keulen. Und da solltet ihr darauf achten, dass ihr diese Keulen auf geschärft herstellt oder herstellen lasst, damit ihr da nochmal zusätzlichen Rüstungsdurchschlag bekommt. Die Verzauberung, die ist optional. Also hier in diesem Fall könnt ihr sogar dann anstelle dessen noch die eine Verzauberung drauf machen, die euch zusätzlich nochmal Waffenschaden oder, ja doch, Waffenschaden müsste das sein, gibt. Dann würdet ihr nämlich auch letzten Endes hier nochmal sehr viel mehr dazu bekommen und wahrscheinlich, wenn nicht über, an die 4000 auf jeden Fall rankommen. So, und warum wir diesen Zweihänder hier noch dazu haben, ist ganz einfach erklärt. Den brauchen wir nämlich, um uns dann entsprechend auch zu buffen. Da können wir nämlich hier dieses wunderschöne ruhende Momentum benutzen. Und da würde ich auch so mal sagen, gehen wir direkt zu den Skills über. Das heißt, bei den Einhändern lässt es sich am besten arbeiten, wenn ihr den Todesmantel benutzt. Der ist zwar jetzt mehr für den AOE zuständig, aber der ist nochmal so ein bisschen so eine Instanz, die halt ständig Schaden zufügt. Und weil sie eben keinen Blutungsschaden zufügt, sondern richtig guten Waffenschaden, stackt das Ganze auch wunderschön hoch, und wenn es crittet, dann fügt ihr dann auch mal ordentlich mehr Schaden zu. Und da das alle 3 Sekunden auf alle Gegner um euch herum passiert, geht der DPS dann entsprechend auch bei kleineren Gruppen hoch. Dann habe ich die schnellen Stöße reingenommen, weil das ist relativ Standard in diesem Fall. Das ist einfach bei einem 2x-Einhänder fast unverzichtbar. Und weil wir Nachtklinge sind, können wir hier noch mit dem Überraschungsangriff und der Mörderklinge arbeiten. Überraschungsangriff auch relativ einfach bei der Nachtklinge im Nahkampf, immer sehr gut, macht die Rüstung runter, ist schnell, fügt viel Schaden zu, ist auf jeden Fall auch wunderbar, um Animationen abzubrechen, und deswegen ist es mit da drin. Die Mörderklinge natürlich ab 25% Leben, macht sich sau viel Schaden, kann man wirklich so sagen. Also ich glaube, mein höchster Crit war 30.000,
Das ist schon ganz schön mächtig, deswegen ist das auch auf jeden Fall damit drin. Und wenn ihr damit einen Gegner tötet, heilt ihr euch natürlich noch. Und dann selbstverständlich der getarnte Jäger, damit ihr euren Waffenschaden nochmal passiv hochkriegt. Als Ultimate alles relativ klar. Der makellose Dämmerbrecher, der bringt euren Waffenschaden nochmal hoch. Und er ist eine wunderbare Ulti. Also das Teil macht echt guten Schaden. Ihr seht alle 5 Sekunden dann, nachdem es runtergekommen ist, nochmal knapp 11.000. Ich kann mich nochmal ganz kurz, wenn ich mich buffe, kann ich mal buffen? Können wir nochmal schauen. Dann sind es sogar fast 12.000. Also das ist auf jeden Fall eine sehr gute Ulti. Und die haut halt euren Waffenschaden nochmal schön hoch. Beim Zweihänder auch nochmal ganz schnell durchgegangen, arbeite ich sehr gern mit dem verwirrenden Schlag. Den benutze ich in Zusammenhang mit den schweren Angriffen und dem Überraschungsangriff. Da das aber sowieso nicht primär der Bereich ist, also die Waffe, mit der ich arbeite, ist es auch relativ modular in dem Fall. Ihr könnt dann hier zum Beispiel noch anstelle des getarnten Jägers oder des verwirrenden Schlags den Schläger mit reinnehmen. Dann habt ihr nämlich nochmal da so ein bisschen AOE. Das heißt, ihr könnt euch mit dem Todesmantel einmal schön durchbuffen, damit ihr AOE zufügt. Und dann macht ihr mit dem Schläger einfach weiter. Denn hier könnt ihr euch noch überlegen, ob ihr vielleicht die andere Ulti nehmt, den anderen Morph, die euch nochmal Ulti gibt. Dann könnt ihr nämlich auch den makellosen Dämmerbrecher schneller benutzen und im Zusammenhang mit den schweren Angriffen, die ihr abbrecht, beziehungsweise den leichten, richtig schön viel Ultimate zusammenbringen. So, und wenn wir uns jetzt mal angucken, wenn wir jetzt einmal den Buff hochziehen, dann haben wir mit den zwei Einhändern, ohne in der Tarnung zu sein, 3600 Waffenschaden und immerhin noch 67% Crit. Ihr seht jetzt hier schon, die Ausdauerregeneration ist ein bisschen höher als normal, wenn man ein Bild nimmt, bei dem man halt nicht so viel Ausdauerregeneration hat. Das liegt halt, wie gesagt, daran, dass ich hier noch die Ausdauerregeneration mit drin habe und dass die Champions-Punkte entsprechend noch so geskillt sind. Wenn ich dann jetzt einmal noch dieses Waffhutchen nehme, um das Ganze nochmal ein bisschen hochzubringen, nehme ich am besten diese kleinen Schundtäschchen hier. Die geben euch nämlich Leben und Ausdauerregeneration. Und wenn ihr das nicht möchtet, könnt ihr trotzdem noch irgendwas nehmen, was zum Beispiel hier Leben und Ausdauer bringt. Falls ihr zum Beispiel mit einem Bild arbeitet, das eben nicht so sehr auf Ausdauerregeneration aus ist. Weil wir hier aber ein ganz einfaches Allrounder-Bild haben wollen, machen wir so ein bisschen Ausdauerregeneration mit rein. Und dann kommen wir auf 2000. Das heißt also, 2000 ist schon ein relativ guter Wert bei ungefähr 16.800 Leben und immerhin noch 24.700 Ausdauer. So, und dann haben wir halt den wunderbaren Wert von 3600 Waffenschaden, 2000 Ausdauerregeneration und 67,4% kritische Trefferchance. Wenn wir dann jetzt hier in Tarnung gehen, geht das hier? Ja, mich sieht keiner, sehr schön. Kommen wir auf 3867. Je nachdem, wie ihr halt arbeitet, könnt ihr zum Beispiel auch noch gerne den Silberbolzen oder irgendwas anderes mit reinnehmen. Dann kommt ihr auf fast 4000 Waffenschaden aus der Tarnung heraus. Ist aber allgemein eigentlich auch überhaupt gar nicht wichtig, weil ihr sowieso genug Schaden macht, um den Gegner mit einem Schlag von hinten zu töten, wenn es ein normaler Mob ist. Wenn es doch ein bisschen mehr ist, zum Beispiel hier die durchdringende Markierung, die gibt euch dann nämlich da auch nochmal einen ordentlichen Bonus. Oder zum Beispiel der unermüdliche Fokus. Den können wir auch nochmal ganz kurz reinziehen. Da kommen wir dann nämlich auf über 2000 Ausdauerregeneration, wenn ihr da nochmal ein bisschen mehr haben wollt. So, und dann wären wir jetzt hier bei den Champions-Punkten angekommen. Das lässt sich auch relativ einfach verteilen. Primär solltet ihr auf jeden Fall kräftig skillen, das heißt euren physischen Schaden und euren Gift- und Seuchenschaden erhöhen. Und präzise Schläge auf wenigstens 40. Dadurch erhöht ihr nämlich auch euren kritischen Treffer. Und wenn ihr nämlich aus dem Hinterhalt bzw. aus der Tarnung heraus angreift, relativ Standard als Nachtklinge, ist das hier auf jeden Fall ein Muss, damit ihr halt da auch mehr Schaden zufügt. Dann könnt ihr euch halt auch noch so ein bisschen überlegen, ob ihr vielleicht mit einem Nahkampfexperten arbeiten möchtet oder mit Durchdringend. Durchdringend ist jetzt in dem Fall gar nicht mehr so wichtig, weil wir jetzt schon Keulen benutzen. Daher könnt ihr zum Beispiel mehr auf den Nahkampfexperten gehen und eure leichten und schweren Angriffe sowieso damit auch noch verstärken. Kann ich gleich mal den letzten Punkt hier reinpacken.
So, dann habe ich beim Pferd noch auf Resistent geskillt. Das ist jetzt mehr fürs PvP. Ist jetzt für PvE nicht ganz so wichtig. Aber wenn ihr damit noch ein bisschen ins PvP gehen wollt, Resistent ist auf jeden Fall euer Freund gegen diese wunderschönen Angriffe, die auch gerne mal von anderen Spielern kommen. Und ansonsten natürlich abgehärtet und Elementarverteidiger, um euren physischen Schaden, den ihr erleidet, und den elementaren Schaden zu reduzieren. Dickhäutig ist auch noch relativ gut, wenn ihr zum Beispiel ein Gift bekommt oder in, was weiß ich, was für Dungeons ihr lauft, irgendwelche AOE-Effekte am Boden habt oder sowas, dann könnt ihr die damit auch noch so ein bisschen reduzieren und die Heilleistung auf euch reduzieren. So, beim Turm, da lässt sich das Ganze relativ gut kombinieren mit dem Mondkalb. Das habe ich leider noch nicht ganz ausgeskillt. Wir sind leider nur bei 466 Champions-Punkten. Das heißt also, sobald ihr da mehr habt, könnt ihr nämlich zum Beispiel das Mondkalb voll ausskillen, damit ihr eure Ausdauerregeneration halt wunderschön hoch bekommt und dann hier auch noch die Kosten für eure Ausdauerfähigkeiten reduziert. Alles andere ist eigentlich mehr dem Komfort gegolten, gilt mehr dem Komfort, Deutsch. Das heißt also, hier beim Schatten, da habe ich überhaupt nichts reingepackt, und dann könntet ihr zum Beispiel hier noch beim Sprinter was mit reinmachen. Oder, wo ist es? Ich weiß gar nicht mehr, wo das ist. Da könnt ihr dann die Ausdauerkosten für das Ausweichen reduzieren. Oder war das nur Gelenke? Hier. Da könnt ihr die Ausdauerkosten für die Ausweichrollen und das Befreien reduzieren, falls ihr mehr der aktive Spieler seid und eben dadurch Schaden vermeiden möchtet. So. Das wäre es eigentlich schon grob gesagt dazu. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal zu ein paar Mobs und gucken mal, wie sich das Ganze dann auswirkt und was ihr am besten wann drücken solltet, beziehungsweise aktivieren solltet. Also, bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder. Ich befinde mich jetzt hier an der Goldküste und habe mir einfach mal zwei Donnerkäfer ausgesucht, die wir jetzt mal heimtückisch aus dem Hinterhalt angreifen werden. Ihr fangt am besten damit an, wenn es jetzt so eine ganz normale, stinknormale hier Mobgruppe ist, euch mit dem Zweihänder hochzubuffen. Das heißt, das Momentum, das ist halt auch dafür gedacht, euren Waffenschaden zu erhöhen. Und dann könnt ihr nämlich sowas Nettes machen, wie den Gegner töten, ohne aus dem Stealth rausgeholt zu werden. Und ich habe mir jetzt hier noch den Fokus mit ausgesucht, damit ich den Waffenschaden bzw. den Schaden an sich noch mal ein bisschen mehr erhöhen kann. Und dann gucken wir mal, was wir anrichten können, wenn ich jetzt von hinten angreife, beziehungsweise von der Seite. Aber hier wunderschöne 34.580. Das ist mehr HP mit einem Schlag, als der Gegner hat. Und das bedeutet, dass ihr nicht aus der Tarnung rauskommt. Also egal, was ihr macht, ihr bleibt auf jeden Fall in der Tarnung drin. Das bedeutet, ihr könnt die ganze Gruppe mit einem Schlag, nicht mit einem Schlag, aber mit jeweils einem Schlag auslöschen, ohne dass ihr sie einzeln bekämpfen müsst. Also zusammen, nicht einzeln. Falls sich da doch nochmal irgendwas befinden sollte, was mehr Leben hat, könnt ihr nämlich auch immer noch sehr gerne mit dem... Wo haben wir es denn? Ach hier, mit der durchdringenden Markierung arbeiten. Und wie das aussieht, können wir uns hier oben mal bei den Wölfen anschauen. Nehmen wir uns den hier mal vor. Da macht ihr zwar jetzt nicht mehr so viel, also weniger Schaden mit wegen des unermüdlichen Fokus, der ist jetzt halt weg. Und die Ausdauerregeneration ist halt auch ein bisschen runter. Aber der eine Gegner hier, und davon profitiert der dann auch die ganze Gruppe, hat auf jeden Fall weniger Rüstung. Und das sieht dann so aus. 37.883. So, der richtet sich jetzt hier zwar auf, aber er sieht uns nicht. Und wir können wunderschön weitermachen. Ich will jetzt nicht unbedingt von vorne angreifen, deswegen gehen wir mal hier hin. Tot. Ja, also das geht echt super flockig. So, und weil es im Grunde genommen eigentlich auch relativ egal ist, ob ihr nun den einen oder den anderen drin habt, könnt ihr euch da wirklich alles mit reinnehmen. Ihr könnt euch zum Beispiel auch das doppelte Spiel gerne mit reinnehmen. Könnt ihr das hier nämlich auch noch benutzen und dann einfach schneller schleichen, wenn ihr schon mal so unterwegs seid. So, ich würde sagen, wir gehen uns mal jetzt hier einen Troll suchen unten an der Küste. Reiten wir mal schnell runter, die ist nämlich jetzt hier direkt um die Ecke. So, und weil ich natürlich wieder Glück habe, ist da hinten gerade ein Spieler gewesen, der die Trolle da alle getötet hat. Ach, was soll's.
Wir haben jetzt auf jeden Fall einen etwas stärkeren Gegner, den wir nicht mit einem Schlag töten können. Deswegen das Übliche, hochbuffen, mit einem schweren Angriff angreifen, aber den mit einem Überraschungsangriff abbrechen. Dann könnt ihr dann nochmal einen leichten Angriff oder einen mittleren Angriff mit reinhauen und dann auf jeden Fall hier mit den schnellen Stößen zugreifen. Dann wieder einen schweren mit dem Überraschungsangriff und dann sollte der eigentlich schon auf 25% sein. Gucken wir uns mal an, was passiert. Ja, die eine Mörderklinge hat leider nicht gekrittet. Wir sind aber bei der zweiten immerhin auf 27.866 gekommen. Und hier spielt dann auch wieder die durchdringende Markierung eine große Rolle. Damit könnt ihr nämlich auch noch die Resistenz des Gegners, zumindest dieser großen Gegner, echt gut reduzieren. Und da ich jetzt so viel Glück hatte und hier leider keine anderen Trolle mehr sind, gehe ich mir mal einen Minotauren suchen. So. Ich musste quer durch die ganze Küste reiten, weil wieder überall Spieler gewesen sind. Ich weiß gar nicht, was los ist. Wir haben hier fast 12:30 in der Nacht, Leute. Geht ins Bett. Okay. Also, wir haben hier so einen Minotauren. Falsch. Hier, so. Der kriegt jetzt eine schöne Markierung. Ich buffe mich hoch und warte noch, bis er sich bewegt hat. Sonst kann ich nicht aus dem Hinterhalt angreifen. Jetzt. Der sollte echt locker flockig sein. Gut, hätte die erste Mörderklinge gekrittet, wäre der direkt tot gewesen. Also ihr seht, 31.000 DPS ist jetzt natürlich bei solch kontrollierten Kämpfen ein bisschen verfälscht. Aber es ist echt ein sehr einfaches Bild für Leute, die schnell irgendwas Effektives zusammen haben möchten. Und das Ganze können wir dann jetzt auch nochmal ein bisschen öfter probieren. Da oben müsste dann nämlich auch nochmal... Genau, das ist nochmal so ein Krieger, der hat nochmal ein bisschen mehr Rüstung. Weil das hier so ein Schamane ist, der ist schon von sich aus relativ schwach. Ah, das habe ich ja richtig gut hingekriegt. Machen wir das mal mit der Ulti. Und hat trotzdem noch relativ gut funktioniert. Die habe ich jetzt hier nämlich auch noch überhaupt gar nicht benutzt. Also die könnt ihr dann frei wählend auch noch dazwischen hauen. Zum Beispiel nach dem Angriff. Anstatt gleich mit den schnellen Stößen anzugreifen, haut die Ulti raus. Und macht danach nochmal einen schweren Angriff mit dem Überraschungsangriff. Jo, so einfach geht das. So, und das waren jetzt natürlich nur einzelne Gegner hier. Deswegen würde ich sagen, wir können ja mal in einer von diesen wunderschönen Dungeons gehen und mal gucken, was da passiert. So, ich befinde mich jetzt in einer kleinen Dungeon, in einer offenen Solo-Dungeon, die man auch sehr oft für die Dailies benutzt, eigentlich jeden zweiten Tag. Ich habe hier mein doppeltes Spiel wieder mit reingenommen, weil man dann halt auch sehr einfach im Stealth vorankommt. Man muss natürlich die ganze Zeit hier drücken. Ansonsten den Zweihänder hochwaffen. Und ich würde mir gerne mal mehr als nur diesen einen Nummer aussuchen. Na, hier ist gerade wieder nichts los. Mal ein Stückchen weiterlaufen. Da. Da hätten wir zum Beispiel hier eine Stelle, wo auf jeden Fall immer so ein Handelsbuch ist. Im Normalfall ist es ja so, dass ihr, wenn ihr da angreift, ihr im Kampf seid und die Bücher nicht aufheben könnt. Aber hier könnt ihr da locker flockig einmal draufhauen, zweimal draufhauen und sofort an das Ding ran. Siehst du? Der hat versucht, EP abzustauben. Aber ihr seid einfach mit einem Schlag fertig und direkt nicht im Kampf und könnt dann sofort an das Buch ran. Also braucht ihr... Oh. Ah ja, der Ding ist ausgelaufen. Braucht ihr euch da überhaupt keine Sorgen machen. Sogar diese schwer gerüsteten hier, die kriegt ihr mit einem Schlag tot. Ihr kommt auf jeden Fall nicht in den Kampf und könnt ganz einfach dann die Bücher da rausholen. Gehen wir mal nach unten schnell in den Hauptraum. Da sind dann halt auch nochmal so Dreiergruppen. Aber ich denke, eigentlich habt ihr es soweit erkannt. So, da sind wir jetzt unten im Hauptraum. Da hinten ist gerade schon jemand wunderschön am Kämpfen. Hier vorne wäre wieder so ein schönes Buch. Einmal draufhauen, zweimal draufhauen, Buch looten, weitergehen. Alles klar, das wär's soweit, denke ich. Also mit dem Setup seid ihr wunderbar aufgestellt, wenn ihr alleine unterwegs seid oder in kleinere Dungeons und rumstöbern möchtet. Das ist auf jeden Fall ein solides Allrounder-Bild. Damit könnt ihr auch noch ein bisschen rumspielen. Wie gesagt, das ist ja anpassungsfähig, das ganze Spiel ist anpassungsfähig, bla bla bla. Und wenn ihr dann hier bei den Agilitätssachen auch noch besser vorankommt und da einfach bessere Items kriegt, könnt ihr das nochmal ein bisschen optimieren. Ich würde ansonsten nochmal schnell zusammenfassen.
Ihr braucht 5 Teile vom Hunding Sorn, 4 Teile vom Gladiator Set. Zusammenstellung vollkommen egal. Die Traits vollkommen euch überlassen. In dem Fall Gürtel und Hände göttlich, damit ihr da euren Mundusstein nochmal hochkriegt, der übrigens Krieger ist. Dann den Rest erfüllt. Auf den Waffen könnt ihr irgendwelche Verzauberungen draufklatschen. Ihr könnt nochmal zusätzliche Giftverzauberungen draufklatschen oder die, die euch den Waffenschaden nochmal gibt. Ansonsten möglichst Keulen, um halt durch die Rüstung durchzukommen, mit Geschärft. Skills. Der erste Skill bei den zwei Einhändern ist variabel. Da könnt ihr euch aussuchen, ob ihr die durchdringende Markierung, den unermüdlichen Fokus, das doppelte Spiel oder zum Beispiel den Todesmantel nehmen wollt, wenn ihr noch ein bisschen mehr extra Schaden rausholen möchtet. Dann die schnellen Stöße als Hauptschadensskill für den zwei Einhänder, für die zwei Einhänder. Den Überraschungsangriff zum Abbrechen zwischendurch, um die Rüstung des Gegners zu reduzieren. Die Mörderklinge, um den Gegner fertig zu machen. Den getarnten Jäger, um nochmal ein bisschen mehr Waffenschaden rauszuholen. Und den makellosen Dämmerbrecher, um noch mehr Waffenschaden und eine wunderschöne Ulti zu haben. Noch mehr Waffenschaden. Ihr wisst, was ich meine. Championspunkte beim wunderschönen Ritual. 40 ungefähr, 40, 50, je nachdem, wie viele Championspunkte ihr habt, auf präzise Schläge auf jeden Fall. 100 auf kräftig, danach auf durchdringend und auf Nahkampfexperte, je nachdem, wie ihr euch das verteilen möchtet. Resistent ist nicht so wichtig, ist mehr fürs PvP gedacht. Ansonsten abgehärtet, Elementarverteidiger und dickhäutig, die normalen Sachen, um halt euren Schaden, den ihr bekommt, zu reduzieren. Ich kann nicht empfehlen, hier hinten auf Fokus auf mittlere Rüstung zu gehen, weil ihr sowieso nicht sehr viel Rüstung als, mittlere Rüstungsträger habt, Deutsch, schon wieder. Ansonsten Kriegsherr, um eure Kosten zu reduzieren für die Ausdauerfähigkeiten, Mondkalb, um eure Ausdauerregeneration zu erhöhen. Und wenn ihr möchtet, Gelenkigkeit, um eure Kosten für Ausweichrollen und das Befreien zu verringern. So, dann hoffe ich, habe ich das nicht ganz verkackt hier und euch ein halbwegs brauchbares Bild zusammengestellt. Und viel Spaß damit, macht was ihr wollt. Auf Wiedersehen, euer Ulfgar. Wir sehen uns in Zero Deal. Tschüss!